habe ich getan? Oh. Ich wollte das nicht. Es war wie ein Traum. Nicht gut. Ich muss hier weg, bevor jemand reinkommt. Okay, pack den Jungen und erstmal weg mit ihm. Aufs Klo. Okay, anscheinend wurde ich von dieser Person mit Kapuze und so gesteuert. Von woanders. Sah alles so ein bisschen so okkultistisch, so Ritualzeug und so aus. Wo ist der Wischmob? Hier. Er packt ihn sie. Ey, jetzt nimm ihn hier. Richtig, auch wie böse er guckt, ey. Hä? Huh. Ja, Lukas, du bist aber immer noch ein bisschen dreckig. Und das sind ganz bestimmt keine Ketchupflecken. Okay, der war flach. Außer Betrieb. Ja, ja. Du nimmst halt den anderen. Außer Junge, Betrieb. Du sollst den anderen. Achso, okay. Also, das fängt schon mal spannend an. Noch die Hände trocken füllen, nicht mal. Ja, wir wollen immer auf Hygiene achten und so. Mit nassen Händen könnte ich mir eine Erkältung zuziehen. Na, vergittert. Da komme ich nicht raus. Muss halt dünner werden. Oh. Blutige Messer. Das Messer. Das ja. Muss ich loswerden. Yep. Er spült das Klo runter. Fuck. Okay, jetzt wird's spannend. Wie bist du das losgeworden? Hallo? Egal, ich hau ab. Der Polizist. Er wird die Leiche in der Toilette finden. Ich muss sofort von hier verschwinden. Oh, scheiße, jetzt hat er mich wahrscheinlich gesehen. Fuck. Hey, Sie! Die Rechnung! Oh, oh. Ah, nein, die hat sich jetzt an mich erinnert. Oh, oh. Fuck. Shit. Puh. Knappe Sache. Ach, der Penner war's. Es wurde gerade ein Verbrechen begangen. Bitte bewahren Sie die Ruhe und warten Sie hier, bis die Polizei eintrifft und Ihre Papiere überprüft. Jo, der macht das so, wie man es machen muss. Nachtsdienst haben, als ob sich alle Psychopathen untereinander absprechen. Könntest du vielleicht drinnen weitermaulen? Dann friere ich mir wenigstens nicht alles ab. Du bist der Boss, Girl. Ach mein Gott, wie ist der Kerl Polizist geworden? In meinen 5 Dienstjahren habe ich manche Leiche gesehen. Aber trotzdem gewöhnt man sich nicht wirklich dran. Man lernt nur damit umzugehen. Ich weiß noch heute nicht, ob es die Müdigkeit, die Kälte oder sonst was war.
Aber ich erinnere mich genau an das ungute Gefühl, mit dem ich das Restaurant betrat. Als hätte ich bereits gewusst, dass diesmal irgendwas anders war. Achso, also gibt's so eine Art Rückblende. Na gut, rein da. Alles klar, McCarthy? Guten Abend, Inspektor. Ich habe auf Sie gewartet. Hallo, Tyler. Hi, Martin. Und? Was war los? Totschlag. Ich fand eine Leiche in der Toilette. Kurz bevor ich gehen wollte. Hat jemand was Ungewöhnliches bemerkt? Nein, niemand hat was gesehen. Gibt es einen Verdächtigen? Kurz bevor ich die Leiche fand, ging ein Gast weg. Außerdem ging er ohne zu bezahlen. Kate versuchte noch mit ihm zu reden. Wer ist das Opfer? Er heißt, John Winston. Ein Stammgast hier am Restaurant. Kate kannte ihn. Sie kann Ihnen mehr sagen. Was taten Sie hier? Hatten Sie Dienst? Nein, ich war nur zufällig hier, als der Mord geschah. Ich komme oft nach der Arbeit hierher. Kates Café ist der beste in ganz East End. An welchem Tisch saß der Verdächtige? Ah, er saß an dem Tisch da drüben. Ist das da drüben die Bedienung? Ja, Kate Morrison. Sie kann Ihnen sicherlich helfen. Wenn Sie mir einen Rat erlauben, seien Sie behutsam mit ihr. Sie steht noch immer unter Schock. Danke für Ihre Hilfe, Martin. Es ist spät. Gehen Sie nach Hause, um abzuschalten. Wenn Sie nichts dagegen haben, warte ich, bis Kate auch gehen kann. Ich möchte Sie lieber nach Hause bringen. Wenn dieses Symbol oben rechts im Bildschirm zu sehen ist, können Sie Charaktere wechseln. Ja, also ich glaube jetzt, mit so einer Frau unter Schock zu reden, ist eher so Sache für die Frau. Weil der Kerl sieht nicht so sensibel aus. Egal, reden wir mal mit der. Kate? Ich bin Inspektor Carla Valenti. Ich leite hier die Untersuchung. Gute Vertonung. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, na klar. Kannten Sie das Opfer gut? John war ein Stammgast. Er kam jeden Montag, bestellte stets das Gleiche und gab immer Trinkgeld. Arbeiten Sie hier schon lange, Kate? Es sind jetzt schon fast 11 Jahre. Hier haben wir schon so gut wie alles gehabt. Obdachlose, Junkies, alles. Selbst die Kasse wurde mehrmals geklaut. Aber Mord? Noch nie. Armer John, er war so ein lieber Kerl. Was tat der Mann, bevor der Mord geschah? Er war bereits eine ganze Weile hier. Ich glaube, er las. Wie sah er aus, Kate? Glauben Sie, Sie könnten ihn mir beschreiben? Ich sah ihn doch nur ganz kurz. Ich glaube, er war durchschnittlich groß und relativ jung. An mehr kann ich mich nicht erinnern. War John alleine hier? Sprach er mit jemandem? John kam immer alleine. Wir sprachen meist über das Wetter, seine Arbeit, halt das Übliche. Er sprach nie mit jemand anderem. Hatten Sie den Eindruck, dass John und der Verdächtige sich kannten? Nein, das glaube ich kaum. Der Mann war bereits eine Weile hier, als John eintraf. Sie sprachen nicht miteinander. Nein, ich würde eher sagen, dass John ihn nicht kannte. Was geschah vor dem Mord? War irgendetwas ungewöhnlich? Nein, es war eigentlich alles wie immer. Was haben Sie gesehen? Heute Abend waren kaum Gäste da. Unter der Woche ist es meist ruhig. Ich unterhielt mich mit Martin an der Bar. Ich hatte John nicht mal aufstehen sehen. Oh mein Gott! Sie müssen jetzt stark sein, Kate. Es ist ein ziemlicher Schock für Sie. Aber nur Sie können uns helfen, den Täter zu fassen. Meine Schicht war fast zu Ende. Ich plauderte mit Martin an der Bar.